Was geht ab, meine lieben Freunde, willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video. Freunde, wir geben uns den allerersten Song, ja, von dem neuen Apache-Album, dass ich das sagen darf. Das erste Apache-Album, was rausgekommen ist. Treppenhaus ist offiziell draußen heute, Freunde, ja. Und wir geben uns jeden Song einzeln. Ich habe überlegt, ein großes Video zu machen, aber ich möchte länger was von haben. Also heute Nacht das erste Video, morgen im Laufe des Tages das zweite. Wir haben 7 Songs noch vor uns, haben wir 2 schon mal abgehakt. Dann wird es am Samstag das dritte geben und am Sonntag das vierte. Und dann haben wir noch Montag, Dienstag und Mittwoch ein Song, den wir abchecken werden. Die restlichen, die als Video schon erschienen sind, haben wir logischerweise schon längst abgecheckt, Freunde. Also lasst auf jeden Fall nochmal das ein oder andere Auge auf meinem Channel da, wo ihr die alten Videos vielleicht noch nicht so aktiv verfolgt habt. Dort haben wir die anderen Songs schon abgecheckt. Sachen wie Matrix sind ja schon sehr, sehr lange draußen, ja. Ansonsten, Freunde, ich lade euch auch hier wieder herzlich ein, zu abonnieren, wenn ihr noch neu, wenn ihr neu sein solltet. Und hier jetzt euch mal des Öfteren verirrt haben solltet, Freunde, ja. Ich sag's, wie es ist. Lasst auf jeden Fall gerne ein Abo da. Ansonsten geben wir uns jetzt erst einmal 28 Liter von Apache 207 breitgebauter Indianer, wie er hier vor uns steht. Ich freue mich wirklich sehr drauf. Ein ganzes Album, Platte, die EP habe ich schon tot gehört und liebe ich. Real Talk, gerade Sachen wie Doch in der Nacht sind halt Überraschungshits noch drauf gewesen. Und jetzt bin ich gespannt auf das allererste Album, Freunde. Apache mit 28 Liter, dem so gesehenen Intro-Song von dem Album. Let's go. Beef erinnert ein bisschen. Meine Beat hat ein bisschen an Beef erinnert. Wein, Schnapper, 40k war bezahlt, doch der Hurensohn schluckt 28 Liter. Habe alles schon gesehen, Mann, was soll ich dir erzählen? War stock besoffen und das meiste weiß ich nimmer. Sie sagen, ich hab Fame, frag mich nicht, wie weit sie gehen. Bitches Mitte 30 wollen mit mir Dinner, Viertel Mio, Werbedeals, Debbe Me, Santa Keys. Viertel Mio, Werbedeals. Wofür hat Apache denn Werbung gemacht? Doch, ich kann mich erinnern. Für irgend so eine Bank oder so, so ein App-Ding. Irgendwas habe ich gesehen, war auf seinem YouTube-Channel, glaube ich, sogar drauf. Viertel Mio Werbedeals, Bruder. Dieser anderen schmackhaften 250k. Mama klopft abends immer noch an mein Kinderzimmer. Egal ob du mich einen Rapper nennst, du pitch darauf weif ich. Oh, ey, es freut mich immer so, gerade bei Apache, wenn er einfach mit so Kritik, die gar keine richtige Kritik ist, sondern mit dummen Aussagen umgeht. Du sagst, ich bin kein Rapper, darauf pfeif ich, weil Apache in der Kritik stand oder immer wieder gesagt wird, ja, das ist kein Rap mehr. Ich sag immer, es ist doch egal, was es ist, Mann. Hör's oder hör's nicht. Ich hasse es immer, alles kategorisieren zu müssen und alles in irgendeine Schublade packen zu müssen. Schmeiß die Schubladen zusammen wie bei der Lego-Kiste früher und hab einfach Spaß damit, Alter. Scheiß doch drauf, ob's Rap ist, ob's Gesang ist, ob's Pop, Rock. Scheiß drauf, Mann. Wenn es dir gefällt, dann gefällt's dir, wenn nicht, dann nicht. Denn seit den goldenen Platten tragen die Kiddies im Block Nikes. Oh, im Hintergrund dieses Pfeifen, Alter. Nice. Das ist geil, Alter. Hab mir das alles selber aufgebaut, ich schwör bei Gottes Teil nicht. Ihr Fotzen redet nur am Telefon weiter nichts. Im Hey, 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 hey. Er schafft es ja mal, so in einen Song so krass viele Melodien reinzustopfen, Alter. Bam, 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 alles reingestopft. Einmal Apache mit allem, bitte. Es bildet sich langsam ab, Alter. Das ist nice. Allein schon der erste Song ist echt so unglaublich schön. Allein die beiden Aussagen haben mir schon echt gut gefallen. Und jetzt haben wir hier noch so einfach diesen anderen Style, das Five im Hintergrund. Dieses lockere, aber mit einem ernsten Thema noch. Hoffnung verloren, der Vater starrt uns hier verarscht. Ich sag nur ein. Nimmt uns nicht ernst, haltet uns klein. Ey, wenn du das hörst. Du fährst so einen Waldweg, so einen Fahrradweg irgendwo auf dem Fahrrad lang, cruise da durch und hast das auf dem Ohren. Links von dir ist so ein Rapsfeld, aber ohne diese ekligen Rapsfliegen und du hast einfach dein Leben gerade im Griff, Alter. So wie den Fahrradlenker, den hast du auch im Griff. Digga, Karma direkt für den schlechten Joke kassiert hier. Oh. Ey, da sind so diese leichten 80-Vibes im Hintergrund zu hören im Beat, Alter. Unsere Gedanken sind frei. Hatet mich, weil ich die 1 bin, dennoch bleibt ihr Nullen. Ich trete auf Binärcode angelehnt hier, ja? Auf dem Kassi 6-stellige Summen. Warte nochmal. Der Einstieg war geil. Die Nullen. Einstieg war Baba. Unsere Gedanken sind frei.
Hatet mich, weil ich die Eins bin, dennoch bleibt ihr Nullen. Ich trete paar Mal auf und kasse sechsstellige Summen. Ist halt Real Talk, Mann, aber es sei ihm so gegönnt. Es ist auch verdient einfach, no joke. Im Nacken sitzt Finanzamt, im Nacken sitzen Bullen. Deshalb knall ich mir auch jeden Tag eine Schachtel in die Lunge. Wieso posierst du Pussy in deinen Videos mit Wumme? Junge, Junge, Junge. Rauch nur Auch nochmal alle Fake-Gangs der Internet-Rambos hier hops genommen, Alter. Die im Musikvideo mit einer Wumme posen. Nice. Oh. Junge, Junge, Junge. Rauch nur Fluffe auf der Rasse, sie fickt dabei meinen Kopf, denn sie redet ihren Next schlecht. Da ist doch ganz okay und ich red die wieder gut, damit sie sich nie mehr melden. Ey, Digga, dieser Beat, das ist einfach Apache-Style, aber trotzdem was anderes, was frischeres, Mann. Wieder gut, damit sie sich nie mehr melden. Nimm's dich besser, ich hab nur eine Frau geliebt, doch auch das hatte dann ein Ende. Die High-Notes von ihm. Anfang 20 Hertz erfroren, woher die Kälte? Anfang 20 Hertz erfroren, woher die Kälte? Im Dschungel daheim heißt, hier läuft's etwas anders. Mütze am Wein, zu viel Blut. Digga, der Beat ist so schön. Ich sag nur eins. Ha. Nimmt uns. Oh, dieses. Genau in dieser wunderschönen Stimmlage, wie ich sie gerade benutzt habe, Freunde, ja. Ich möchte dafür bitte nur Komplimente haben in den Kommentaren. Im Hintergrund war. Passt gut zusammen, einfach. Ist einfach so schön gerade gewesen, wie er hier wieder reingekommen ist. Hoffnung verloren, der Vaterstaat uns hier verarscht. Ich sag nur eins. Legt uns die Ketten und rein. Unsere Gedanken sind frei. Damn, auch wer davon redet gerade, so basically unterdrückt uns, schlagt uns, legt uns in Ketten, wie ihr wollt, aber unsere Gedanken bleiben frei. Unsere Gedanken bleiben frei, die könnt ihr uns nicht nehmen, Alter. Damn. Liebe ich halt bei Apache, man. Er schafft es, alles wie ein Party-Track klingen zu lassen, aber trotzdem eine ernste Message reinzubringen. Legt uns die Ketten und rein. Unsere Gedanken sind frei. Das war's? Ja, Mann, okay. Freunde, als nächstes haben wir sie ruft, aber den werden wir uns jetzt erst am Freitag, also heute so gesehen, geben. Also lasst auf jeden Fall ein Abo da, Freunde. Ich schätze, so gegen 18 Uhr wird es geuploadet. Würde mich sehr freuen, wenn einige neue Leute von euch hier des Öfteren vorbeischauen würden, Freunde. Einfach mal so einen kleinen Blick riskieren, ja. Was kann ich sagen zu 28 Liter? Ein sehr, sehr angenehmer Song. Sehr, sehr angenehmer Song. Gerade dieses Pfeifen im Hintergrund hat mir sehr gut gefallen. Der Anfang vom Beat war schon sehr nice, da habe ich schon gemerkt, okay, dass mir der Beat gefallen wird. Das hat sich auch über das Ende vom Song hinzu so zugezogen, weil immer wieder neue Elemente zum Beat dazukamen. Wir hatten so leichte, ich glaube, Synthies im Hintergrund, die so sehr an so 80-Vibes erinnert haben, die mir sehr gut gefallen haben. Und in der Hook selber, wo Apache einmal so sehr, sehr weit nach oben mit seiner Stimme geht und einfach seine enorme Vocal-Range zu Preis stellt, zur Schau stellt, hat mir auch gut gefallen. Am Ende das ernste Thema ist mir erst gegen Ende aufgefallen, tatsächlich, weil es verschleiert war in dieser melodischen, positiven Melodie, die ja oftmals bei Apache so vorhanden ist, hat er einfach noch ein bisschen Kritik geäußert, beziehungsweise gesagt, ey, egal wie sehr man unterdrückt wird, egal was los ist, unsere Gedanken und allgemein auch die Gedanken der Leute sind immer frei. Und für ihn sind seine Gedanken ja so gesehen auch die Musik, wo er sich einfach 100% frei äußern kann, ja. Ansonsten noch gut die Leute gedisst, die auch Fake-Gangster machen in den Musikvideos, aber auch die Leute, die ihn zwanghaft immer als Rapper darstellen wollen und ihn schlecht reden. Na, der ist gar kein Rapper mehr. Auch gut darauf eingegangen. Also für mich ein perfekter Intro-Song, um einfach so ein Standing zu zeigen. Das bin ich, dafür stehe ich, das ist der Stand und jetzt gönnt euch mein Album. So hat sich das für mich angefühlt. Das heißt, der perfekte Intro-Song meiner Meinung nach ist es hier geworden. Besser als nur irgend so ein komisches 20-Sekunden-Intro, wie es andere Rapper haben, ja. Mir hat es sehr gut gefallen, Freunde. Lasst mal eure Meinung zum Album auch gerne schon mal in den Kommentaren da, ohne dick zu spoilern. Schreibt mir aber mal euren Lieblingssong vom Album schon mal rein, würde mich interessieren. Und dann geben wir uns das Album in den nächsten Tagen. Bis dahin, bleibt fresh, so wie immer, und